Diese schöne Aussicht haben wir heute Nacht gehabt, denn wir stehen hier am Wohnmobilstellplatz in Deudesfeld und es ist wohnmobilmäßig nicht viel los. Nein, also wir sind hier ganz alleine und haben auch sehr ruhig geschlafen. Hallo zusammen erstmal, gell? Ja, guten Morgen. Ja. Ja, also jetzt schauen wir uns den Platz mal eigentlich an, denn es war schon etwas dunkel, als wir ankamen. Wir haben uns den noch gar nicht richtig angeschaut. Und so wie ich das jetzt schon gesehen habe, sieht das, glaube ich, hier ganz nett aus. Ja, ist ein bisschen frisch, ist, aber regnen tut es nicht. Aber das hat ja mit dem Stellplatz nichts zu tun. Nein, der Stellplatz ist ja schön. Ob es eine Versorgung und Entsorgung gibt, das werden wir jetzt gleich feststellen. Denn wir sollten entsorgen. Und ansonsten müssen wir uns was anderes suchen. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ein sehr schöner Stellplatz am Ortsrand von Deudesfeld gelegen, mit wunderbarer Aussicht. Mhm. Und sehr ruhig, nachts war gar nichts los, also sehr schön. War ganz dunkel. Ja, und wir fahren jetzt dann weiter Richtung Nürburgring. Ja, da schlägt wahrscheinlich so manches Männerherz. Ja, aber nicht mit dem Wohnmobil, da hat man nicht drauf, habe ich mich schon kundig gemacht. Also. Ja, das ist jetzt ein Kummer vom Helle, also... Hallo, mit unserem Kuschel auf dem Nürburgring, was soll denn das? Ha? Also die Runde hätte ich uns gegönnt, aber es ist wohl nicht möglich, es dürfen nur BKWs und Motorräder drauf. Ja. So ist das halt einmal. Also wir schauen nochmal, ein paar Bilder können wir trotzdem einfangen. Ja, jetzt schauen wir mal, jetzt schauen wir uns den Platz an, hat schon bald gezeigt, wo wir stehen. Hier ist der Gustl. Ja, eben, genau, wir stehen hier daneben und du zeigst es jetzt mal. Und da ist der ganze Platz. Ja. Alles frei. 3, 6, 7 Wohnmobile haben hier Platz. Ja, also wir stehen auf Platz Nummer 7. Ja. Aber ich denke, da haben sogar noch mehr Platz. Dann. Ja. Also wir schauen uns das jetzt mal an und schaut da einfach einmal mit. Ja, genau. Helle, und wie geht's jetzt weiter? Ja, wenn die Entsorgung geschlossen ist, so schön ein kostenloser Stellplatz ist und so schöner gelegen ist, aber wenn die Entsorgung geschlossen ist, müssen wir etwas Neues suchen. Okay, Helle. Aber dafür haben wir ja unsere App von ProMobil, die wir da immer gerne benutzen dabei. Und jetzt schauen wir nochmal, wo da bei Nürburgring was ist. Okay, Helle sucht und ich genieße die Landschaft. So, ich schau mal, wo der Nürburgring ist. Es ist einfach schön hier und ich hoffe, der Helle hat jetzt gleich was gefunden, damit wir weiterfahren können. Oder, Helle? Ja. Die Problematik ist immer, weil kein Netz da ist, ja. Wir stehen schon wieder mitten in der Landschaft. Traurig hier in Deutschland. Das ist die reinste Internetwüste. Okay, aber jetzt fahren mal. Wir fahren ein Stück weiter und dann werden wir auch was finden. Ja.
super grün. Also wir sind jetzt gleich hier in der Nürburgringhalle. Das ist alles etwas enttäuschend. Lucy, kannst du das verstehen, dass es ein wenig enttäuschend ist? Es ist alles nur etwas durcheinander. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben Eintrittskarte gekauft für die Schnuppertribüne. Man sieht nichts, man kommt nicht hin. Also mal schauen, was man sieht auf der Schnuppertribüne. Ja, und es ist ja eine große Pleite-Arena da, ja. Ich meine, da ist die Seilbahn. Da oben sieht man die Seilbahn. Das ist, da war ja geplant, eine riesige Seilbahn. Ja, haben wir Millionen investiert. Jetzt scheint gerade ein Hubschrauber über uns zu fliegen. Da haben wir Millionen in den Sand gesetzt, als ja auch das Land Rheinland-Pfalz, deswegen ist ja der Ministerpräsident Beck abgetreten, ja. Und da wäre die Seilbahn durchgelaufen. Man sieht auch außen noch die Seilbahn, die Achterbahn, ja. Man sieht auch das Gestell noch. Und ansonsten muss ich sagen, also es ist enttäuschend. Man sieht vom Ring gar nichts. In ein Museum kann man gehen, was wir jetzt nicht unbedingt vorhaben. Nee. Aber wir wollten ein bisschen vom Ring das Flair mitbekommen. Aber. Ja, jetzt schauen wir mal, was man von dieser Schnuppertribüne aussieht. Ja, jetzt haben wir mal eine Eintrittskarte gekauft und schauen wir uns halt auch an. Ja. Aber jetzt müssen wir erstmal den Eingang suchen. Im Moment bin ich etwas tröstungsbedürftig von der Ossi. Ach du Armer. Ja, aber machen wir es unter uns aus. Jetzt suchen wir erstmal den Eingang. Ja, genau. Ja. Okay, hier scheint schon mal. Anscheinend haben wir jetzt einen Aufgang gefunden. Gar nicht so einfach hier, gell? Nee. Ich spüre dich. Nee, da ist die Stadt, in die Richtung fahren sie. Ja, da hinten ist die, da geht es rechts weg. Und für diesen Anblick haben wir jetzt 2 Euro zahlt. Und sind nicht einmal kontrolliert worden. Und hören wir auch ohne zu bezahlen reinzukommen. Hilfst du mir den Start vor dem Kamera? Also. So, also wer schon mal ein Computerspiel gespielt hat auf dem Nürburgring, der weiß Bescheid, dass man da hinten ankommt mit über 100 Stundenkilometer und dann bremst man ab und dann kommt diese Schleife. Also ich kann es immer noch im Traum nachfahren, weil ich schon oft genug gefahren bin am PC. Und viele von euch wahrscheinlich auch. Sind das da drüben die Boxenstopps? Ja, das sind die Dinge, die Fahrerboxen, also diese Fahrergasse. Ja. Und da hinten ist die Ampel und ganz hinten, da ist ein Sandbeet. Und wenn man da immer Rennen gefahren hat, online, ja, dann waren dann immer, das sind alle gestartet und jeder hat das Bremsen vergessen. Also wenn irgendeiner in der fünften Reihe das Bremsen vergessen hat, dann hat er alle Autos in den Sand reingeschoben. Schreibt uns mal eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt damit. Also ich habe da viel so Computerspiele gemacht und das war immer lustig. Ossi nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Die Ossi macht nämlich gar keine Computerspiele. Ich heute auch nicht mehr. Ich bin nicht zu alt. Also zu alt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, oder? Die Interessen haben sich einfach gewandelt. Meinst du, ich bin zu vernünftig geworden? Vielleicht das. Und da sieht man jetzt wieder die Achterbahn, wenn er da runterschaut unter der Tribüne. Da läuft sie entlang, also das Objekt wäre an sich nicht schlecht gewesen, eine Achterbahn da am Nürburgring entlang. Aber irgendwie hat es nicht sollen sein, Ossi. Ha?
Ja, klar. Ich meine, für mich ist eine Achterbahn sowieso nichts, aber Ja, aber ich ich kenne wäre. welche, die da sehr erpicht drauf sind. Naja, ich bin schon Achterbahnfahrer. Du. Und das letzte Mal war ich in Trips vor 2 Jahren mit den Engeln in der Achterbahn gesessen, mache ich nicht mehr. Auch da bin ich zu alt geworden dafür. Eigentlich muss man von da hinten filmen. Hier, da kommen sie an und dann fahren sie da so vor. Und da vorne landen es dann alle im Sandbeet. Im Sandbett. Antje, was sagst du jetzt? Hat sich das jetzt gelohnt? Nein, eine einzige Enttäuschung, Nürburgring. Okay, deshalb fahren wir jetzt auch weiter, oder? Fahren wir ins Kloster, vielleicht kriegen wir noch mehr zu sehen. Ja. Einen Rennwagen haben wir auch gefunden. Jawohl! Und was sagt uns das jetzt? In jedem Manne steckt ein Kind. Okay, jetzt halt wieder abwärts, oder? Ja. Und dann geht's weiter. Kloster. Möchtest du ein Auto kaufen? Nein. Nein. Bei den Preisen? Also, das war's. Nürburgring, wir kommen nicht einmal zum Kart rein. Das wäre jetzt eine kleine Entschädigung gewesen, wenn ich mit dem Kart hätte fahren können. Aber selbst das ist geschlossen. Ich glaube, das war ein Flop. Hat's? Nürburgring, wir kommen nicht mehr. Nein, also bestimmt nicht. Also es war überhaupt nichts Ja. Interessantes dabei. Solche Sehenswürdigkeiten, wo man nichts sieht und dann haben wir sogar noch die Eintrittszeit für die Tribüne, dann hätten wir keine Zeit mehr, da kommen wir nämlich sonst drauf. Ja. Ja. Naja, es war alles ein Schuss ins Bein. Ja, also war nicht so, wie sich der Helle sich das vorgestellt hat. Ja, und die Ossi auch. Oh, ich So. habe gar nichts mir vorgestellt. Ich bin nur Okay. wegen dir da. Also, was ist, bin immer Ich bin zufrieden nämlich und ich kein bin wieder der Meckerer. Rennfahrer. Ja, genau. Ich bin ja kein Rennfahrer. Ja. Also, tschüss Nürburgring, wir kommen nicht mehr. Nein? Tschüss, Ciao. Nürburgring. 1. Maria Lach. Ich wollte gerade sagen, wir müssen ja erst mal sagen, wo wir hier überhaupt sind. Also wir sind jetzt in Maria Lach in der Abtei oder bei der Abtei. Kloster, ja, Benediktinerkloster. Aha. Vom heiligen Benedikt natürlich die Benediktiner gegründet und war auch immer Benediktinerkloster, jetzt wenn wir da rüber gehen, ja, weil dann verlieren wir nicht, dass wir dich verlieren. Ja, War genau. auch immer Benediktinerkloster, bis auf eine Zeit lang, das ist nämlich von Napoleons Truppen säkularisiert worden. Aha, okay. Und da waren dann keine Mönche hier und dann kamen die Jesuiten, haben das wieder belebt
Und jetzt sind wieder die Benediktiner da. Okay, und ich glaube, die Kirche ist schon verdammt alt. Das weiß ich jetzt nicht mehr, wie alt das ist, aber ich glaube, Um das ist. das Jahrtausend, glaube ich. Es ist auf jeden Fall ein Altar drinnen, der ist aus dem 14. Jahrhundert. Also schon alt. Und wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, sind da verschiedene Vulkangesteine mit verbaut. Bietet sich ja an in der Frickareifel. Ja, aber es sind verschiedene Steine. Also je nachdem wahrscheinlich, von welchem Vulkanfelsen die Steine geholt haben. Wir gucken mal. Ja, ich denke nicht, dass wir das erkennen können. Aber jetzt schauen wir uns das einfach einmal an. Also die Uschi hat's gewusst. Wir sind jetzt hier am Grabmal von Heinrich, Pfalzgraf Heinrich II. Und das war der Gründer des Klosters. Der hat es veranlasst. Gestorben 1095, also 11. Jahrhundert. Gut. Klosterplan und ein Großteil des Klosters ist unzugänglich, weil es der Bereich der Klausur ist. Das ist dann nicht frei zugänglich. Aber in die Kirche selbst kommt man rein. Und da ist der Parkplatz. So, und der Lacher See, der bietet auch etliche Rundwanderwege. Und da ist eine schöne Karte, die blenden wir euch mal ein. Ja, also hier in der Eifel kann man sowieso wandern ohne Ende. Das Ja. ist ein wunderschönes Wandergebiet. Für jeden was dabei, Ossi, gell? Auch für Ja, uns. wir gehen jetzt mal an den See Und wieder zurück. und vielleicht finden wir mal ein Bänkle. Der See ist leider unzugänglich.
zumindest an dieser Stelle unzugänglich. Und Bänkle gibt es leider auch keine an dieser Stelle. So fürchterlich müssen wir wieder zurückgehen. Ja, ich denke auch, gehen wir zurück zum Gustl und fahren weiter, oder? Ja, ich wollte nur noch sagen, also die ein Großteil des Klosters ist nicht zugänglich, haben wir ja schon gezeigt. Und sie betreiben auch noch Fischerei hier am Laacher See, der allerdings ziemlich tief ist, aber nicht sehr groß. 7 Kilometer Uferweg und über 50 Meter tief. Mhm. Und gefischt, als Fische gibt es hier hauptsächlich Felchen. Und Felchen, das ist die sogenannte Renke. Okay, so einer, der im Bodensee auch rumschwimmt. Genau, die sind es. Vielleicht können wir morgen, vielleicht fahren wir morgen noch nach Marialach rein, oder? Senden wir. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir morgen machen. Vielleicht gibt es morgen so ein Felchen. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt erst einmal uns zum Gustl zurückziehen. Genau, wir gehen jetzt zum Gustl, zahlen die Parkgebühr und fahren auf unsere Übernachtungsplätzle. Jawohl, Stellplatz haben wir schon ausgesucht. Ja, also hier gibt es bei dem Kloster gibt es hier einen Klosterladen, einen Bioladen. Der hat alles. Leider hatte er keine Tomaten mehr. Das Einzige, was wir brauchen, das wären ein paar Tomaten gewesen und ja, die waren ausverkauft. Ja, aber ansonsten kriegt man hier also sämtlicher Proviant. Ja, zur Information. Ja, nur zur Info, klar. Also wir gehen jetzt. Und morgen melden wir uns wieder. Vermutlich, ja. Also sagen wir jetzt einfach mal tschüss, bis dann. Erst einmal.